Didier Tolo hat in dieser Saison gegen IB noch nicht gewinnen können. Heute muss sein Team unbedingt punkten. Er kann heute wieder auf einen gesunden Carlitos zählen. Von Bergen bringt den Portugiesen hier zu Fall. Es gibt Freistoß für Sion nach 9 Minuten. Carlitos steht bereit. Aber auch Reto Ziegler, ein super Freistoß zum 1:0 durch den Linksfüßer. Herrlich zirkelt Ziegler den Ball über die Mauer, sein zweites Saisontor. Der starke Wind hilft auch noch mit. Reto Ziegler gehört zu den wichtigsten Spielern in Tolos Mannschaft. Das sieht man auch hier, ein spezieller Moment. Vom Winde verweht Christian Constantin. Anton Mitriuschkin hütet auch heute wieder das Sittener Tor. Suleimani tritt einen Freistoß, keine Gefahr, aber gellende Pfiffe. Suleimanis Schwalbe gegen Sion ist nicht vergessen. Die beiden Mannschaften schenken sich gar nichts. Harte Fouls, hüben und drüben. Torchancen sind bisher rar. IB wird nun besser. Letziaks stürmt mit. Stellungsfehler von Asifua und dann das Foul. Der österreichische Schiedsrichter Hammeter zeigt sofort auf den Punkt und Asifua weiß, das war schwach von mir. Ein absolut berechtigter Penalty. Waro hat bei IB noch nie einen Penalty verschossen. Und er trifft auch heute, 33. Minute 1:1, sein 5. Penaltytor im 5. Anlauf. Und jetzt geht's los im Turbion. Bia, Konate, wieder zurück auf Bia. 2 Minuten später führt das Heimteam erneut. Geoffrey Bia mit dem 2:1. Aber die Frage stellt sich, Offside oder nicht? Nein, kein Offside. Von Bergens Fuß hebt das Offside auf, alles regulär. Der Doppelpass Pia Konate Pia setzt IB Schachmatt. Vor der Pause noch dieser Geitsch-Freistoß an die Latte. Sion geht mit einer Führung in die Pause. Bei IB ist man mit dem bisher Gebotenen nicht zufrieden, will zulegen. Waro, Suleimani, er wird gestört und verzieht. Klasse gespielt von IB und Suleimani wird sich hüten, wieder so eine Schwalbe zu produzieren wie damals Mitte März. Der Druck der Berner wird stärker. Hat er schon ein. Suleimani schießt seinen Kollegen Waro ab, dann kommt Rave noch zum Schuss. Eine sehr gute Ausgleichschance für IB. Das Hütter-Team macht weitgehend das Spiel. Mittlerweile ist auch Theofanis Gekas in die Partie gekommen und er bekommt sofort seine Chance. Aber Vogo entschärft die Spitzbube des Griechen. Dann noch einmal IB. Gernd. Waro. Wieder Gernd. Aber Mitriuschkin schließt die Ecke. Didier Tolo gewinnt erstmals in dieser Saison gegen IB und Sion holt die angestrebten 3 Punkte. Natürlich, das grosse Ziel ist, wieder europäisch dabei zu sein. Jetzt, ob es der dritte Platz ist oder der vierte, sehen wir dann. Aber natürlich müssen wir nach vorne schauen und hoffen, dass es der dritte ist. Reto Ziegler, ein Prachtstor und 3 wichtige Punkte. So lässt es sich gut leben.